Daniel Herrmann, der ehemalige Kulturminister der Tschechischen Republik und der ehemalige Direktor des Instituts für die Erforschung totalitärer Regime in Prag. Herzlich willkommen, Herr Herrmann. Herzlichen Dank für die Einladung. Schönen Tag. Wir treffen uns in der Zeit, wenn wir ganz stark an den November 1989 uns erinnern, innerhalb einer Ausstellung hier in dem Tschechischen Zentrum in Berlin. Sie haben das Jahr relativ stark angefühlt, glaube ich, damals. Sie wurden im Jahr 1989 zum Priester geweiht. Und die 80er war für Sie eine relativ schwierige Zeit. Sie wurden von der Geheimstaatspolizei verfolgt. Und es war auf jeden Fall keine einfache Zeit für Sie. Wie haben Sie jetzt den November in diesem Jahr und das Jubiläum erlebt? Also damals, vor 30 Jahren, war ich 26 Jahre alt und wie Sie gesagt haben, bin ich geweiht worden im Juni zum Priester im Juni 89. Das war damals natürlich eine ganz andere Zeit, weil die Verfolgung der Kirche oder der Kirchen insgesamt in der damaligen Tschechoslowakei tatsächlich sehr brutal stark war. Und zum Beispiel alle Klöster wurden aufgelöst nach dem kommunistischen Putsch, die Seminare praktisch auch und es gab keine kirchliche Zeitungen, praktisch nichts. Und natürlich, also der 17. November war für mich etwas, das größte Erlebnis meines Lebens, muss ich sagen, bis heute. Und etwas Interessantes, was zusammenhängt, ist die heilige Sprechung der Agnes von Przemyslhaus. Das war böhmische Prinzessin, die im 13. Jahrhundert gelebt hat, um 1211 geboren, 1282 verstorben und nach 700 Jahren erst heilig gesprochen von dem damaligen polnischen Papst Johannes Paul II. Und am 12. November 89. Und was in diesem Zusammenhang sehr interessant ist, ist eine alte mittelalterliche Legende, die sagt, dass wenn diese böhmische Prinzessin Agnes von Przemyslhaus heilig gesprochen wird, kommen nach Böhmen gute Zeiten. Und das war auch tatsächlich so. Nur 5 Tage danach hat sich das kommunistische Regime in der damaligen Tschechoslowakei zusammengebrochen. Und das war ein Wunder, kann man sagen. Und so haben wir das also gefühlt praktisch, also physisch gespürt, kann man sagen. Und das war etwas Großartiges, muss ich sagen. Und das habe ich immer im Herzen tief also verankert. Und ich kann also leben, dass bis heute ich davon zum Teil lebe. War das für Sie irgendwie, oder haben Sie das jetzt anders in Tschechien als in Deutschland betrachtet? Hat man ähnlich irgendwie im positiven Sinne nur das Jahr 89 erinnert? Oder haben Sie da gewisse Unterschiede auch gesehen? Deutschland natürlich hat eine ein bisschen andere Geschichte. Das sieht man. Also die Vereinigung Deutschlands, also die Bundesrepublik mit allen Gesetzen und also Rechtnormen und so. Das war, ich bin kein Expert, kann ich sagen, aber meiner Ansicht nach war es ein bisschen einfacher, ja, weil alles schon da gab, ja, und es wurde nur übertragen. Natürlich mit Schwierigkeiten, das ist klar, weil der Homo Sovieticus auch auf deutschem Boden entwickelt wurde. Und das ist kein leeres Wort, also das tatsächlich existiert, weil die Spuren der kommunistischen Gehirnwäsche, die sind immer noch da. Und das ist ein Generationsprozess, das zu überwinden. Und meiner Ansicht nach mehr als nur für eine Generation. In Tschechien hat man in diesem Jahr, in diesem November sogar auch Demonstrationen gegen die Regierung erlebt. Hier in Deutschland hat man auch darüber diskutiert, ob die Wiedervereinigung wirklich nur positive Effekte hatte. Heißt das jetzt, dass wir das gesamte Jahr 89 irgendwie anders interpretieren werden? Das glaube ich nicht. Natürlich, das, was Sie beschrieben haben, gehört zur Demokratie. Auch in den demokratischen Staaten wird demonstriert, aber das ist normal. Aber was positiv ist, zum Beispiel bei uns, ist, dass alles so friedlich ist, ohne Gewalt. Ja? Und das ist wichtig. Das finde ich tatsächlich etwas ganz Spezielles, weil auch die gesamte sogenannte Samtene-Revolution ganz friedlich und ohne
Blut war. Und das ist sehr wichtig. Und es ist geblieben. Und das, glaube ich, könnte ein Signal oder ein Zeichen der speziellen Situation in Mitteleuropa sein für den Rest der Welt. Weil in Afrika, in Asien, in Lateinamerika es ist es nicht der Fall. Ja, es ist sehr oft also mit Gewalt verbunden. Und es muss nicht so sein. Die Gründe, warum man demonstriert in den vergangenen Monaten demonstriert hat, in Deutschland und in Tschechien sind vielleicht unterschiedlich, aber das, was gemeinsam ist, ist eine gewisse Spaltung der Gesellschaft, von der man schon längere Zeit spricht. Wenn wir das Erbe des Jahres 89 jetzt nehmen sollten und uns fragen würden, was soll man eigentlich daher rausziehen, für sich nehmen, sodass wir diese Spaltung auch überwinden könnten in den nächsten Jahren. Was wäre für Sie das Wichtigste, der Weg? Der Dialog. Die Leute müssen miteinander sprechen. Auch die Politiker müssen miteinander sprechen. Also im politischen Sinne ganz ökumenisch breit, ja, meine ich. Aber auch mit der Bürgergesellschaft. Das ist auch auf den Straßen zum Beispiel oder nicht nur in Wahllokalen, aber auch also jeden Tag. Diese innermenschliche Diplomatie ist sehr wichtig. Also der Dialog, das ist meiner Ansicht nach das wichtigste Wort und ohne den Dialog geht es nicht. Also mit der Demokratie oder mit der Funktionierung der Demokratie ist eine Diskussion eng verbunden. Herr Herrmann, wir sprechen hier immer auch über deutsch-tschechische Beziehungen. Welchen Zustand sind Sie? Ich bin tiefst überzeugt davon, dass wir eine mitteleuropäische Familie sind. Also nicht nur politisch gesehen, aber auch kulturell. Und schon die Wurzeln, also im Mittelalter, sind gemeinsam. Die erste Evangelisationswelle ist zu uns über Deutschland, über Bayern gekommen. Schon 845 wurden die ersten böhmischen Adeligen getauft worden in der St. Emmeram-Kirche zu Regensburg. Dann 973 wurde das Bistum Prag gegründet worden, und zwar von dem ostlichen Teil der damaligen Diözese Regensburg in der Zeit von St. Wolfgang. Und es war immer so, also die erste deutschsprachige Universität nördlich von Alpen, 1348 gegründet worden vom Karl IV., die Karls-Universität. Also die Zusammenarbeit war sehr eng und intensiv, und die deutschen Einsiedler sind eingeladen worden in der Zeit der Przemysl-Könige nach Böhmen. Ja, die sind nach Böhmen gekommen, nach Mähren, nach Schlesien, und wir waren, wie gesagt, also immer eine Familie. Die Identität des Landes war bei uns nie mononational. Es gab immer diese Symbiose von drei dominanten Kulturen, und zwar tschechisch-böhmisch, deutsch-böhmisch und jüdisch-böhmisch. Ja? Und diese Symbiose, diese Zusammenarbeit im Rahmen von dieser Symbiose ist praktisch der Magnet, der immer noch lädt die Touristen ein aus der ganzen Welt zu uns. Das sieht man. Leider die unglückliche Geschichte des 20. Jahrhunderts haben diese enge Zusammenarbeit, das enge Zusammenleben zerstört. Ja, das nationalsozialistische Regime im Zweiten Weltkrieg oder schon vorher und die Unterdrückung der tschechischen Nation im Namen des deutschen Volkes, dann die Vertreibung der Deutschen aus Böhmen, Mähren und Schlesien. Das war kein Akt der Gerechtigkeit, das war ein Akt der Rache. Das hat damals sehr schön der damalige Präsident Václav Havel formuliert. Aber Gott sei Dank, nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes, hat das alles zusammenwachsen begonnen. Was zusammengehört, und wir gehören zusammen. Ich kann das also ein bisschen jüdisch sagen, wir sind eine mitteleuropäische Mischpoche. Sie haben sich selber als Kulturminister dafür engagiert, dass
das Verständnis immerhin weiter und immer besser funktionieren würde. Sie haben als erster tschechischer Minister den sudetendeutschen Landsmannschafter aufgetreten im Jahr 2016. Die Rede wurde damals als historisch bezeichnet. Es scheint langsam so zu sein, dass das Thema, die Sudetendeutschen und die Vertreibung und das alles, langsam nicht mehr so spaltet, nicht mehr so provoziert. Es ist einfach langsam zum normalen Diskussionsthemen geworden. Sehen Sie da noch gewissen Themen, die man neulich angehen sollte? Ja, ich bin völlig einverstanden damit, was Sie gesagt haben. Natürlich war das Thema der Vertreibung, aber auch des Zusammenlebens der Deutschen mit Tschechen, mit Juden vor der Wende tabuisiert. Ja. Aber es war so, also die Kommunisten, zum Beispiel, ich habe die Schule besucht seit 1969 und kurz danach hat die sogenannte Normalisierung begonnen. Und wir haben in der Schule nur Lügen gehört, das muss man sagen. Gott sei Dank habe ich gewohnt damals in Budweis in Südböhmen und wir konnten immer das österreichische Fernsehen ORF anschauen. Ja. Und das war eine große Hilfe für uns, auch dadurch die freie Information zu bekommen oder durch Radio Voice Europa zum Beispiel oder Voice of America und so weiter. Aber wie gesagt, diese Tabuisierung gab es und das hat auch Spuren hinterlassen. Erst nach der Wende konnte man davon ganz frei sprechen. Und ich selber stamme aus einer halbjüdischen Familie. Viele meiner Verwandte wurden ermordet in der Zeit des Nationalsozialismus. Und ich habe schon also daheim verstanden, dass man nie die politische und ethnische Zugehörigkeit vergleichen darf. Es gibt keine die Deutschen. Es gibt keine die Tschechen, es gibt keine die Juden. Es gibt immer konkrete Leute mit eigener Verantwortung und das ist wichtig. Und davon spricht man und ich habe, ich weiß nicht, 10, 15 Mal den Sudetendeutschen Tag besucht. Aber wie Sie gesagt haben, 2016 zum ersten Mal offiziell als Mitglied der tschechischen Regierung. Und ich habe damals also das Publikum liebe Landsleute begrüßt und das ist einfach so. Das sind Leute, die mindestens oder die Eltern schon, aber auch einige von denen, die dabei waren, sind noch auf dem tschechischen Gebiet geboren. Und wir gehören zusammen. Und das ist diese Leute sind eine natürliche Brücke zwischen den Deutschen und den Tschechen. Und so finde ich das. Und ja, aber es wird immer mehr so verstanden als etwas Natürliches. Also gibt es kein Thema mehr, was man immer noch heute tabuisieren würde? Das nicht, aber natürlich gibt es auch uns, solche Holzköpfe, die mit dieser Karte spielen wollen. Ganz offen sage ich, das sind die Kommunisten, das gehört zum kommunistischen Folklore. Aber es gibt auch einige andere, zum Beispiel einige Xenophoben und so, aber die sind immer schwächer. Herr Herrmann, was beschäftigt Sie zurzeit für Projekte? Also ja, meine Tätigkeit heute abspielt sich wieder im Rahmen der deutsch-tschechischen Beziehungen, kann ich sagen. Ich bin Vorsitzender des Druženi Ackermann-Gemeinde, was die tschechische Schwesterorganisation der Bundes-Ackermann-Gemeinde ist. Das ist eine christliche Vertriebenenorganisation. Die Bundes-Ackermann-Gemeinde ist gegründet worden kurz nach dem Krieg 1946 und vor 20 Jahren, 1999, die tschechische Schwesterorganisation. Dann arbeite ich eng zusammen mit der Stiftung des Fürsten von und zu Liechtenstein, weil auch das Fürstentum Liechtenstein und die Liechtensteiner Familie gehört zur Mähren vor allem, aber auch zu Böhmen, also zu den Ländern der böhmischen Krone. Die haben bei uns 800 Jahre gelebt und nach dem Zweiten Weltkrieg war die Entwicklung auch nicht ganz nach allen juristischen, also Normen gelaufen und davon muss man auch sprechen und in diese Richtung auch arbeiten. Und dann bin ich auch im
im Rat der Mitteleuropäischen Akademie in Bad Kissingen. Das ist auch eine Wissenschaftsorganisation, die zuständig ist für das Studium der mitteleuropäischen Geschichte. Und natürlich Kultur ist ein breites Thema. Ja, aber die deutsch-tschechischen Beziehungen, deutsch- oder tschechisch-liechtensteinische Beziehungen. Haben Sie da ein gewisses Ziel, was die Wahrnehmung von diesen Themen in Tschechien oder auch in Deutschland betrifft? Ja, also die Themen, die vielleicht nicht mehr tabuisiert sind, aber mindestens gibt es Tabula rasa immer noch, die müssen wir mit Fakten und richtigen Informationen erfüllen. Und das braucht eine Zeit, das ist ein Prozess. Und auf diesem Feld möchte ich mich weiter engagieren. Viel Glück mit der Arbeit und danke für das Gespräch. Danke sehr für die Einladung nochmals. Alles Gute. Und danke für Ihre Arbeit, die ausgezeichnet ist. Dankeschön.